Wir wollten uns bei dir entschuldigen für das, was wir gestern gesagt haben. War nicht so gemeint. Doch, war es. Ist angekommen. Ihr denkt, ich bin ein Idiot. Okay, gut. Vielleicht bist du irgendwie ein Idiot. Aber du bist ein witziger Idiot. Und du bist unser Idiot. Ja, Mann. Du warst einer der Hauptgründe, warum die Highschool so cool war. Ja, die Highschool ist cool gewesen. Dann kam der Abschluss und alle haben angefangen zu arbeiten und haben geheiratet und Kinder gekriegt und diesen ganzen anderen Blödsinn. Jetzt seht mich an. Ich bin das Bückstück in diesem Laden. Weißt du, Stifler, keiner von uns hat das perfekte Leben. Naja, vor allem ich nicht. Sorgen wir doch dafür, dass die Party weiterläuft und gehen zu diesem Klassentreffen. Zusammen. Was zum Teufel ist hier los? Oh mein Gott. Das ist das Arschgesicht. Du bist noch nicht mal ansatzweise fertig. Und was machst du? Du chillst mit deinen Buddies? Verzeihung, das können wir erklären. Nein, Kevin. Das mach ich. Ja, Kevin. Das macht er. Ich bin gespannt, Stifler. Ich heiße Stifler. Fixer. Oh, wow. Wow, für wen hältst du dich eigentlich? Spielen Sie den starken Mann vor Ihrer Freundin? Ha? Sie haben sie nur wegen ihrer Kohle, das wissen wir beide. Jedenfalls nicht wegen ihres Schwanzes, denn wer mal neben ihnen gepinkelt hat, weiß, dass er so groß ist wie der kleine Finger eines Kobolds. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Oh doch, ja, ist es. Hören Sie, nur weil Sie ein schickes Büro haben und ich noch nicht mal einen Schreibtisch, ändert das nichts daran, wer wir sind. Die Wahrheit ist, Sie sind immer noch ein Trottel. Und ich kann Ihnen jederzeit in den Arsch treten. Das würde ich aber nicht tun. Wissen Sie wieso? Weil ich der scheiß Diffmeister bin. Sie können diesen Job nehmen und ihn sich gediegen in den Darm drücken. Ich gehe jetzt nämlich auf ein Klassentreffen. Jungs! Ach übrigens, ich konnte ehrlich gesagt mit der ganzen Scheiße gar nichts anfangen. Sie haben einiges vor sich. Bah!